Hallöchen zusammen. So, Aufnahme läuft, Aufnahme läuft. Wunderbar. Und zwar dürfen wir jetzt nicht vergessen, diesen Saatgutherstell-Dings. Ah, Honk liebt dich. Diese Saatgutmaschine herzustellen. Königin der Soßen Wiederholung. Ich erinnere mich. Was sagt denn der Wahrsager? Geister sind heute leicht verstört. Okay. Na ja, gut. Oh. Genau, hier. Mayo-Maschine. Ich brauche irgendwie Holz. Meine ich. Und was noch? Und Kohle. Kohle haben wir. Holz gehen wir jetzt ein bisschen was kloppen. Schon wieder gut nachgewachsen hier. Wunderbar. Damit habe ich genug Holz. So. Jetzt haben wir eine Saatgutmaschine. Ist richtig gut. Nehmen wir hier schön alles mit. Wunderbar. Da können wir doch direkt eine Melone reinkloppen. Renn damit. Okay. Dann hier einmal abladen. Machen noch mehr Saatgut. Wie viel bekommen wir denn? Zwei Stück. Okay. Honk bleibt lieber drin, das kann ich verstehen. Und Honk liebt mich. Das ist voll toll. Hallo, ihr Süßen. Ah, da ist noch Mais. Den kann ich gleich noch einsammeln. So, einmal rein damit. Einmal. Ah, ne, die arbeitet noch. Oh, aber das Ding arbeitet nicht mehr. Okay. Dreimal Melonensaat. Und einmal Mayo. Moment. Mal hier hin. Ich will dem irgendwas Cooles geben. Kann der aus? Komm, wir geben ihm einen Kürbis. Mal gucken, ob das funktioniert. Kann ich Kürbiswein machen? Offensichtlich kann ich Kürbiswein machen. Gut, rein damit. Dann gehen wir mal bei den zuckersüßen Kühen vorbei. Hallo. Perfekt.
Gut. Dann können wir das hier einsortieren. Dann haben wir hier dreimal Milch, also große Milch. Einmal kann ich auf jeden Fall abgeben. Und dann würde ich einmal... Das dann nehmen wir mit. Würde ich einmal in die Mine gehen, noch ein bisschen Gold holen, das einschmelzen. Und dann können wir nämlich im Community Center das Loren-Ding freischalten, glaube ich. Ah ne, der Feuerquarz fehlt noch. Aber vielleicht finden wir den auch direkt. Das wäre super. Gehen wir doch mal gucken. So, was wollte ich abgeben? Milch. Darum. Große Ziegenmilch, großes Ei, also ein großes weißes Ei. Ja. Okay. Ich werde mal jetzt noch ein paar Bäumchen kloppen. Kann ich... Nee. Und mir eine Kiste vor die Mine stellen. Dann kann ich so Zeug, den ich jetzt schon wieder unnützerweise mitgenommen habe, einfach darin lagern. Ne, Kleiner? Dann habe ich weniger Inventarprobleme. Bilde ich mir ein. Reicht genau. Perfekt. Oder? Ja. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns auf die Suche nach einem Feuerquarz und noch mehr Golderz. Das wird schon ganz super. So. Einmal hier hin. Das rein. Das rein. Das rein. Das. 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 Kann ich eigentlich schon eher das Ei essen, ne? Na gut. Das rein, das rein. Das rein, das rein. Nehmen wir das Ei mit. Und die Milch mit. Easy. Und dann... Gehen wir runter. Schauen, ob wir endlich mal, also offensichtlich nicht auf der Ebene, aber auf der nächsten vielleicht, Feuerquarz finden. Weil ich glaube eigentlich, dass wir auf der richtigen Ebene so langsam sind dafür. Aber das kriegen wir schon hin. Ich bräuchte nur mal so einen Durchgang nach unten. So eine wunderschöne Leiter. Oh, Golderz, cool. Und noch eins. Nice. Oi. Ist ja richtig was los hier. Komm schon, Leute. Ich will den Durchgang nach unten. Danke. Oh, noch ein Diamant. Stimmt, ich wollte dem Gunther noch einen geben.
Hier haben wir unser geliebtes Golderz. Gut, dann suchen wir uns halt einen Durchgang nach unten. Eine Magma-Geode. Sehr schön. Ich finde das cool, die Geoden aufklopfen zu lassen, weil die, was drin ist. Manchmal ist es zwar nur irgendwelcher Schwachsinn, aber es macht trotzdem Spaß. Auf eine. Alter, der hat mir aber jetzt viel abgezogen. So. Cool. Nee, auf dich habe ich gar keinen Bock. Ich weiß gar nicht, wie ich dich bekämpfen muss. Ein Knochenfragment. So, okay, normaler Quarz. Oh, ist das ein Aquamarin? Ja. Der lässt sich. Ein komisches Brötchen. Cool. Das will ich haben. Hier, futter mal. Brauchen Energie. Ich habe vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ach so, ja. Das Monster, von dem wir gerade das komische Brötchen bekommen haben. Das lässt sich nicht so gut wegtackeln. Hallo, Schleimi. Oh, cool. Ja, das geht natürlich auch. Cool. Komisches Brötchen, das ist ja nice. Knochenfragmente. Cool. Da ist unser Durchgang. Auf Stufe 90. Also Ebene 90. Ah. Okay, darauf habe ich gar keinen Bock. Bye. Was haben wir hier? Wow. Obsidianschneide. ...30 bis 45 Schaden. Okay. Nehmen wir. Cool. Aber es ist ein bisschen schwerfälliger. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man... Ah! Man kann die ganz normal besiegen. Ich dachte, die... Okay. Das hier weg. Das kriegt der Zwerg. Das hat sich immer so klimperig angehört. Deshalb dachte ich, man kann die nicht einfach so besiegen. Nicht vergiftet, ne? Oh, das Gold. Das nehmen wir noch mit. Kriegen wir das hier noch unter? Das kriegen wir noch unter. Ja. Und das essen wir auch. Wir sind jetzt auf Ebene 91.
Was bist du denn für einer? Au! Oh! Cool. Ja, dann weiter. Okay, cool. Hier sind voll viele von denen. Okay, aber ich muss sowieso nach Hause. Ich will nicht, zwischendurch... Ne? You know. Ich gehe erstmal zum Zwerg. Ja, ich bin müde, ich weiß. Okay. Kann zumindest meine Gießkanne mal mitnehmen. Und dann gehen wir nach Hause. Ah, wir haben viel erreicht. Wir haben die Saatgutmaschine gebaut und... haben ein neues Schwert. Wir sind über Ebene 90 hinausgekommen. Haben jetzt noch einen Goldbarren, den kann ich morgen abgeben. Das ist doch super. Das ist richtig gut. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal schlafen. Oh, können Baumdünger kaufen, herstellen, wilde Saat für den Winter und ein Teleporttotem für die Berge. Cool. Ach, Kampfstufe 5. Wähle einen Beruf. Kämpfer, alle Angriffe verursachen 10% mehr Schaden oder Kundschafter, Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers um 50% erhöht. Oh. Weißt du was? Wir nehmen den kritischen Treffer. Oh, bis morgen. Tschö.